Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die DAX-Analyse für den Donnerstag, den 29.04.2021? Und unser DAX, der hat so Mittwoch mal oben drüber geguckt, schon mal ein bisschen am Fressen geschnuppert. Ist aber nicht wirklich hochgekommen und auch nicht drüber gestiegen. Hat sich schnurstracks wieder zurück. Man sieht es, der hat hier mal kurz ein bisschen Luft am oberen Trigger geschnuppert. Ist aber einfach nicht drüber gegangen. Kann man die Linie einfach hier weiterziehen? Moment. Na, machst du auch waagerecht, bitte, Kumpel. Ziehen wir einfach weiter. Das bleibt weiterhin gültig. Ist nicht drüber gegangen. Hat es nicht geschafft, 3,50, 3,35 nachhaltig zu überwinden. Ist auch im Rücklauf. Ja, kann man schon fast sagen, gescheitert. Na, hätte sich auf den vorherigen Tageshoch hätte sich stabilisieren müssen, so im Bereich um 320, 300. Das ist ihm nicht gelungen, hat sich dann wieder unten an seine 270 gelegt, die ist ihm noch altbekannt. Damit sieht es momentan eher sogar so aus, jetzt hat er jetzt oben einmal abgeräumt, noch ein paar Stops vielleicht geholt, ein paar Shorts bereinigt, um sich jetzt nochmal unten rauszustrecken. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass ja, wiederholen wir schon fast gebetsmühlenartig jeden Tag, immer wieder aufs Neue und so richtig kommt halt unten raus nichts. Der Donnerstag ist jetzt, ich bin jetzt ganz schön hin und her gerissen, wie ich euch das versuche zu verdeutlichen, weil unser DAX natürlich zum Donnerstag ein sehr typisches Verhaltensmuster eigentlich jede Woche an den Tag legt, immer wieder. Ich fürchte bloß, dass es natürlich jetzt, wo alle dann, wenn alle damit rechnen, dass er das natürlich auch für sich vergewaltigen kann, um sich eben mal rauszulehnen. Ich kann ja mal beschreiben, was er normal machen würde jetzt an einem Donnerstag, was ich jetzt ganz normal erzählen würde. Und zwar wäre das eine Seitwärtsbewegung. Ja, wird den einen oder anderen nicht überraschen, aber das würde er auch unabhängig von dem machen, was die Tage vorher gewesen ist. Ganz egal, wie die kommt. Er macht das immer wieder am Donnerstag. Ja, er hat immer wieder ein ähnliches Verhalten am Donnerstag. Und das würde einem Hin- und Herpendeln gleichkommen zwischen, ja, am weitesten vielleicht hier dann so einer 2,30 und 3,35 oben halt. Ne? Zwischen den zwei Marken würde hin- und herpendeln. Vielleicht sogar nicht mal ganz 2,30, vielleicht sogar eher so 2,50, da wo der Tagesschluss vorgestern war, da ist ja noch so ein kleines Gap, das hat er nicht zugemacht, so 5,50. Zwischen der Marke und hier oben so 3,35, 3,50 wird er jetzt einfach hin und her pendeln, wenn es ein ganz normaler Donnerstag wird. Das heißt, in dem Moment, wo wir den natürlich auch nur in den Kursbereichen sehen, sollte man, glaube ich, nicht ganz so viel erwarten und einfach sich auf dieses Gependel einstellen, so wie das die letzten Tage war. Überraschungsmoment kriegt er in dem Moment meiner Meinung nach verpasst, wenn er sich hier tatsächlich dann eben da rauslehnt. Wenn er eben raussteigt, wenn er eben über 3,35, 3,50 steigt, weil dann kriegt er Übertreibungspotenzial und Überraschungspotenzial auch um so einen Donnerstag. Na, wenn die Leute dann damit rechnen, ja, Donnerstag schlagen oft zur Seite, kommt immer wieder zurück und so weiter und so fort, dann kann er sich natürlich richtig schön durchspeisen, der Kerl. Ne? Also oben wie unten. Deswegen, ich glaube, wenn er hier durchzieht auf der Oberseite 3,50, ich glaube, der macht relativ zügig die 4,15 dann auch klar. Also ich glaube nicht, dass er dann plus kurz über 3,50 tippt. Das heißt, das wären ein paar Punkte, die man sich auf der Long-Seite dann holen kann. In dem Moment, wo er hier drüber lunzt. Stundenschluss würde ja eigentlich schon reichen, über 3,35, 3,50 und dann, also ein Stundenschluss, nicht mal 2 Stundenschluss, ne? Und dann können wir sich hier in die 410, 420 mal reinwerfen, zumindest probieren, aber auf der 100-Seite aber auch, ne, wenn er unter die 230 drunter geht. Ja, und unter 250, ja, ich würde hier dann eher auf die 230 zielen. Wenn er unter die 230 geht, dann kommt nochmal die 150 in Greifweite, 180, 150, dann die 110. Und wenn er da einmal richtig raushängt, ja, auch ordentlich unter der 230 drunter hängt, dann kann er nach wie vor so ein Ding nach unten wegtreten halt, ne? Und von der Spanne her müsste man das irgendwo ansetzen bei, Moment, das können wir ganz genau ausmessen, wenn das Teil hier natürlich sich nicht genau dahin legt, wo ich messen will. Moment, hier ist das super magnetisch an. Dip, dip, dip. Und dann hätten wir hier so Zielbereiche, die uns immer wieder bekannt vorkommen. Das ist einmal 15.30 bis 15.000. Ja, es ist auch sogar noch mal knapp drüber hier, die 15.100, 15.130 und sogar auch eine 14.900. Aber ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er dort dann dreht. Das wäre ein bisschen ungewöhnlich. Da geht er bestimmt auch tiefer. Ne, 14.800 und das würde er auch nicht zum Donnerstag schaffen. Sehr wahrscheinlich zumindest nicht. Man soll niemals nie sagen an der Börse, aber da wäre dann eher was für einen Freitag. Also dann müsste er wirklich zum Donnerstag sich nach unten rauslehnen. Dann könnte er zum Freitag das Ding fertig machen. Und hier noch unten einen draufsetzen. Ja, aber dafür muss er halt 132 durch. Macht er das nicht, dann kommt oben. Dann, ne, dann liegt es nahe, dass es über 3,35, 3,50 probiert.
Und kriegen wir auch dort keinen Stundenschutz drüber, dann geht das so weiter wie die ganzen letzten Tage auch halt. Ne? Einfach hin und her und hin und her und hin und her. Und von daher kann ich euch gar nicht mehr sagen, außer ein bisschen auf die zwei Randbereiche einfach zu achten. Das ist hier jetzt die Zone so um, ich sag mal, 2,50 bis 2,30 und oben die 3,35, 3,50. Ne? Also pendelt der dazwischen rum, dann ist das ganz normal. Dann ist das das, was er zum Donnerstag immer wieder macht. Aber geht er raus, oben oder unten, plant dort ein bisschen Übertreibungspotenzial ein. Ne? Das heißt, ich würde Stand jetzt hier gar keine Position eingehen. Ne? Also gestern hat auch wieder jemand unter uns Kommentar geschrieben, ja, der Markt, ich sehe das genauso wie du, der Markt kann steigen oder fallen. Da hört man immer so die leicht ironische Grundhaltung raus, ne? So nach dem Motto, die Analyse gibt ja nichts klar vor. Die Analyse soll in dem Moment auch gar nichts klar vorgeben. Das ist auch meine Absicht, dass ich hier nicht zwingend, also weil ich würde hier selber jetzt nicht, ich würde jetzt hier in dem Moment nicht zwingend short gehen. Na, also noch nicht, weil die Signale einfach noch nicht da sind. Und deswegen sprechen wir drüber. Wann würde man eine Position oben raus eingehen, wann eine Position unten raus? Und das wäre für mich halt tatsächlich in dem Moment, wo er rausgeht und solange hier drinnen bleibt, da kann man sich vielleicht ein paar Punkte hin und her schrubbeln durch Oszillatoren oder was auch immer, einfach aus dem Seitwärts ein paar Punkte rausziehen. Und man lässt es halt und wartet halt, bis der Markt wieder aufbricht. Da. Von der Formation her sieht es schon ein bisschen so aus. Also ich möchte, deswegen zeige ich euch das immer, ich möchte es nach wie vor nicht ausschließen. Und jetzt hat er auch genau das gemacht, was wir gesagt haben hier, 3,35, 3,50, nochmal ein paar Shorts rausgehauen. Es ist schon eine gute Vorlage, das muss man so sagen. Aus technischer Sicht ist es eine gute Vorlage, um nochmal so ein Ding nach unten anzuzünden, einfach halt. Ne? Wenn er aber sieht, das wird nichts oder er fängt es an und kontert das hart nach oben aus, na, dann ist es long. Na, dann nützt alles nichts, alle Technik nichts, dann will er hoch. Na, und von daher achtet auf die Bereiche. Ich glaube, das ist das, was man am Donnerstag jetzt wohl am besten für sich nutzen kann. Sonst gibt es ja nichts Neues. Wie gesagt, wir haben oben ein neues hochgesetzt. Wir haben ein paar Shorts rausgewuchtet dort. Na, einfach indem wir über das letzte Hoch drüber gestochen haben, sind viele der Shorts, die hier reingegangen sind, denke ich mal, jetzt abgegrast, abrasiert. Das würde es ihm ein bisschen leichter jetzt unten raus machen. Aber muss halt auch anfangen. Ja, fängt er nicht an, muss das Signal setzen, damit andere Käufer vielleicht zu Verkäufern werden, weil sie sagen: Oh Gott, ich dachte, es steigt weiter, jetzt fällt er, dann gehe ich doch wieder raus aus meiner Position und so weiter. Er muss es klar signalisieren, dass er unten raus will. Erst dann erzwingt er, dass auch weitere rote Kerzen hinterherkommen. Und das passiert nicht, wenn er hier einfach nur zur Seite stehen bleibt. Dann komm, da bringt er keinen aus der Reserve halt. Ne? Da sitzt keiner da und denkt sich: Oh Scheiße, was mache ich jetzt? Der DAX ist doch genau an der gleichen Stelle wie gestern. Hilfe, Hilfe, was mache ich mit meinen Positionen? Macht doch keiner. Ne? Sitzen alle da und gucken zu und warten. Warten alle, ob er oben oder unten rausgeht. Und deswegen setzen wir uns in der Analyse hin und sagen: Okay, wir gucken, wenn er oben rausgeht, dann erkennt man das daran. Geht da unten raus, erkennt man das daran. Gut, mehr brauchen wir hier nicht besprechen. Tageskerze könnte man noch gucken. Die sieht aber aus wie die letzten Tageskerzen, nur andersrum diesmal. Er hat jetzt relativ nah am Eröffnungsniveau wieder geschlossen. Das hat er die letzten Tage auch gemacht. Hat diesmal aber eher nach oben gearbeitet als nach unten. Das hat er die 2 Tage vorher gemacht. Gleiche Grundverhalten, nur eben jetzt ein bisschen gespiegelt. Von daher auch nichts Neues. Na, gestern haben wir, vorgestern haben wir gesagt, können wir nichts Neues aus den Kerzen ziehen. Heute können wir auch nichts aus der Tageskerze ziehen. Brauchen wir uns deswegen gar nicht erst angucken. Gut. Die Bereiche ein bisschen im Blick behalten und mehr kann ich euch gar nicht mitgeben. Viel Erfolg zum Donnerstag. Holt euch eure Punkte und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschö.